Ja, hi, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind hier in Schattenwald und nehmen die Ruinen hier unter die Lupe, nenne ich es mal. Ich habe ein bisschen Angst hier runter. Doch, da ist eine Treppe. Okay, ich kann runterspringen. Der mächtige Skorpion aus dem letzten Part ist ja weg. Zweiter Drachenring. Oh, fuck. Jetzt habe ich Angst, dass das noch ein NPC war. Aber ich bin gut. Ring des. Wo? Drachenring. Das sieht nach Drachenring aus. Das da. Erhöht TP, Ausdauer und maximale Belastung. Der ist gut. Ich will einfach mal gucken, wie viel TP habe ich? 1561. Das sind aber nicht meine Maximal. Ja, scheiß drauf. Der ist top, der Ring. Was gebe ich dafür auf? Ring der Klingen, ne? Der erhöht auch. Ne, der erhöht nicht den Schaden. Ah, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Gucken wir mal. Ja, und 100 TP erhöht, Ausdauer und Belastung. Ich bin unter 70% dadurch. Das ist richtig geil, das Teil. Selbst wenn das ein NPC war, jetzt bedauere ich es nicht mehr. Für den Ring hat sich das gelohnt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es einer ist. Oder war. Vielmehr. Okay, hier ist nichts mehr. Ich finde das Gebiet ein bisschen strange, weil. Ja, an den komme ich nicht vorbei. Ich benutze den Duftzweig. Ganz am Anfang hatten wir ja noch einen anderen Weg beim Bonfire da. Autsch. Deswegen bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, ich habe kurz Angst gehabt. wir gehen immer tiefer rein ins Gebiet. Was zur Hölle ist das? Okay, ich kann den unterbrechen. What the fuck? Alter, der bringt fast 10.000 Seelen. Vengals Rüstung, Vengals Handschuhe, Vengals Stiefel. Das klingt doch interessant. Ist es auch. Weil die ist besser. Und nur minimal schwerer. Sieht auch interessant aus. What the fuck? Warum sind die Handschuhe schlechter? In allen Belangen, dann behalte ich die Dragling-Handschuhe. Wie sieht das mit den Stiefeln aus? Gut. Warum kriege ich eigentlich die ganze Zeit keine Sets ohne die Helme dazu? Naja. Haben wir mal einen kleinen Lookwechsel. Ich fand jetzt das andere Outfit optisch ansprechender, aber das schützt halt mehr, ne? Eine Fackel. Boah. Ist hier vielleicht ein Durchgang? Nee, ne? Ich erkenne die vier Wände nie. Da ist der Nebelwald. Da will ich nicht wieder hin. Und hier komme ich nicht vorbei. Ich habe nur noch einen Duftzweig. Ich benutze den jetzt mal. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ja, ist klar. Eins, zwei. Ja, das ist der dritte, den ich benutzt habe. Was macht man eigentlich, wenn man keine Duftzweige findet? Kommt man dann hier nicht weiter oder was? Schimmernder Lebensstein. Da ist das Bonfire gewesen.
Geh mal hier weiter. Was bewachst du, Typ, da? Ich nehme mal vor, sie haben einen Flakon. Das Bonfire ist ja in der Nähe. Ich glaube, ich kann da einen Shortcut zu öffnen. Was bewachst du? Oh Gott, du bist ja voll langsam. Und kannst mal gar nichts. Dämmerungskraft, Seele. Was hast du bewacht? Edlack. Das hat sich gelohnt, Leute. Hier komme ich rüber. Hier ist noch eine Kruste. Hellebarde des schwarzen Ritters. Ist es das, was ich denke? In Dark Souls hieß sie noch Schwarzritter-Hellebarde. Wir haben ja auch die Schwarzritter-Axt schon. Wo haben wir die denn? Die muss doch hier irgendwo dann sein. Ist das da? Schwarzritter-Katana? Hä? Was ist das da? Schwarz-Silber-Speer. Also eine helle Bade sollte ich erkennen eigentlich. Da ist sie. Die kann ich mit neuen Willen ausrüsten. Die ist D und B und C. Was hat die Axt nochmal für Scaling? Die helle Bade ist besser. Die helle Bade ist besser. C, D, C. C, C. Ah ne, das ist die falsche. Hä, wo war es denn jetzt nochmal? Da unten. B. Ich habe Dark Souls 1 noch nie mit der Hellebarde gespielt und Hellebarde ist, glaube ich, auch nichts für mich. Ich weiß nicht. Ich könnte ja jetzt schon benutzen. Die Axt ist halt von Grundschaden so viel besser. 226 und 80. Obwohl, es geht. 213 und Hund... dort. Aber die Axt macht... Ja, so viel schneller ist sie gar nicht, ne? Und mit der helle Bade kriege ich Range. Aber richtig. Die macht zweihändig dann auch ein bisschen Sinn, ne? Ich brauche für die Wille 9. Was brauche ich für die Axtwille? 10. Okay, dann passt das ja. Was für die helle Bade spricht, ist, dass ich nicht so viele Werte hochpushen muss, die ich eigentlich nicht brauche. So. Komme ich von hier aus irgendwie zum Bonfire? Das sieht nicht so aus. Ich mache das mal ein bisschen davon abhängig, mit was aufgetunt werden muss. Also Upgrade-Material. Die Schwarzritter-Axt braucht ja glitzerndes Titanit. Ich gehe davon aus, dass die Schwarzjäger-Hellebarde genau das gleiche braucht.
Und mal gucken, was diese Rüstung braucht, weil meine alte Rüstung, die braucht glitzerndes Titanit, genauso wie meine Waffen. Hier ist noch eine dieser Fässer, ne? Ja. So. Haben wir das abgehakt. Was lauert hinter? Da versteckt sich jemand. Und man kann noch nach hier hin laufen. Ich mach mal einen kurzen... Ja, das war klasse. Das war ganz klasse. Der sollte eigentlich springen und keine Rolle machen. So. Du kannst von mir aus dein Mittagsschläfchen halten, das ist mir egal. Mein Drängling-Schwert ist in Gefahr. Denn ist jetzt ja wunderbar, dass ich zum Bonfire zurückgehe. Titanit brauchen, fossiler Drachenknochen. Ja, das hat sich doch gelohnt. So. Ich würde mal sagen, wir gehen auch nach Majula zurück. Weil 44.000 Seelen könnten 2 Level-Ups sein. Und da ich den linken Bereich da komplett abgegrast habe, sollte das passen. Außerdem können wir den Knochenstaub hier verkokeln. Das heißt, wir können jetzt wieder, glaube ich, in Vitalität auch investieren. Weil wir haben den Essensfaktor gerade verstärkt. Aber erst will ich meine Waffen ausrüsten können, bevor ich das mache. Ein Level up reicht für die Lanze. Das mache ich erstmal. Und dann benutze ich die mal und gucke, ob die mir liegt. Was ich noch gar nicht geguckt habe, ist, wie viel halten die Waffen aus? 60. Die Lanze? 70. Das ist ein weiteres Plus für die Lanze. Und die Hellebarde sollte jetzt auch schon besser als mein Schwert sein, weil... Ja, ich habe 213 und 100. Das sind eigentlich 300 Schaden. Und... Ja gut. Ich tue mal das Schwert vorsichtshalber, wenn ich damit nicht so zurechtkomme, auf den Slot. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Dann gehe ich über meine Dingsprozent wieder. Wo ist die Armbrust? Welche hatte ich? Die, ne? Ich gehe trotzdem über 71%, über 70%, weil, ja, deswegen wiegt dementsprechend, okay. Erstmal gucke ich jetzt, wie das, womit was aufgewertet wird. Okay, die Axt auf jeden Fall glitzerndes Titanit, das weiß ich. Die Lanze wahrscheinlich auch, ja. So, die kriegt 20 in Stärke dazu und ungefähr 10 in Magisch. Wie sieht das bei der Axt auf? Ungefähr gleich. Ich sag mal so, ne? Titanitbrocken, 3 von 4. Das könnte sich lohnen, ne? Ja, komm, machen wir. Womit wird meine Rüstung jetzt aufgewertet? Titanitscherbe. Der Helm? Ja, den Helm will ich nicht aufwerten, weil den will ich nicht bis zum Ende behalten, weil der sieht scheiße aus.
Es braucht glitzerndes Titanit. Ich habe einen gerade noch übrig. Komm, den nehmen wir dafür. Das bringt schon reichlich was. Fast 20 mehr physische Abwehr. Komm. So, ich bin gespannt, ob ich mit der Lanze klarkomme. Oder Hellebarde in dem Fall. Bearer of Seek lässt wissen. Ich wollte mit dir eigentlich gar nicht sprechen. Aber das ist nett, dass sie das ins Spiel eingebaut haben. Also die ganzen alten Waffen. Wo ist jetzt mein Ort? Schattenwald. Überschattete Ruinen, ne? Ja. Finde ich sehr, sehr geil. Die alten Waffen, kommt ein bisschen Nostalgie auf. Auch wenn es noch nicht so lange her ist, dass ich Darksiders 1 gespielt habe. So, dann gucken wir uns, und das ist zugleich jetzt eine Feuerwaffe, das heißt, wir machen Elementschaden. Gucken wir mal. Bam, bam. Ich habe irgendwie den Eindruck, die macht weniger Schaden als das Schwert. 132. Ich setze mich mal wieder hin. Ich bin nur neugierig. Ich kann ja immer noch wechseln, wenn es mir nicht passt. Warum macht das Schwert so viel mehr Schaden als die Hellebarde? Die Hellebarde ist in allen Belangen besser. Es sei denn, die haben eine Feuerresistenz. Anders kann ich mir den Damage nicht erklären. Das Schwert hat einen Grundschaden? Ehrlich gesagt, verstehe ich es nicht. Das Scaling. Das Scaling ist es, ne? C und A. Und D und B, ja. Das Schwert skaliert besser, deswegen. Da ich wieso über 70% bin, kann ich mir das ja mal angucken. Spielerstatus. Waffe 3 macht mehr Damage. Dann haben wir eine Resistenz dagegen. Naja. Ich könnte hier runterspringen. Dann komme ich da hin. Mach ich mal. Hier gibt es doch unten was, oder? Ja, den Tod. Ich habe keine Duftzeuge mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Der bewacht ja nichts. Der steht hier einfach nur. Ah, der hat keine Waffe. Es ist 100 Pro kein NPC. Gucken wir mal hier rein. Was gibt's hier drin? So ganz viel erkennt man nicht. Ein paar Säurebecken anscheinend. Seele und Feuerbombe. Also ich gebe die Axt noch nicht auf. Bloß der Fokus ist jetzt erstmal auf Vitalität, würde ich sagen, und ein bisschen aus Ausdauer, dass ich unter die 70 wiederkomme. Hier muss ich schnell durch. Da sitzt jemand, da sitzen auch welche.
Ganz ehrlich, ich komme damit nicht zurecht, glaube ich. Ich brauche eine Waffe, die vertikal schwingt. Diese Stoßangriffe sind, glaube ich, nichts für mich. Jetzt habe ich die Lanze... ich habe glitzerndes ein glitzerndes Titanit weggeworfen. Aber okay. Ich glaube, wir gehen auf die Axt. Die Axt hat auch wieder Schwert, so einen vertikalen Schwert. Was für eine fiese Falle war das denn? Lauert da unten noch irgendwas auf mich? Komme ich da wieder raus? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich... Ich werde da nicht freiwillig runterspringen. Wir machen hier erstmal weiter. Hier diese vertikalen Hiebe, das liegt mir viel besser als diese Stoßangriffe. Das mag ich gar nicht so, ne? Ich hab mein Backstep mal scheiße erst gemerkt. So habe ich auch mehr Hiebe. Das muss man auch bedenken. Das Schwert hat mehr Hiebe als die anderen beiden Waffen. So. Ich denke, das hier ist noch eine Art Sackgasse. Deswegen gucke ich mich hier mal zuerst um. Wenn ich einen Stoßangriff brauche, kann ich auch das mit der Lanze. Kann ich das auch mit dem Schwert machen. Wo kommt der jetzt auf einmal weg? Das war knapp. Da ist noch einer. Kommt einer um die Ecke? Nee. Was ist los? Ist ein Kollege versteinert? Obwohl, für die Gegner wird die Lanze, glaube ich, gar nicht schlecht. Einmal zuhauen, weg. Das ist auch, glaube ich, so, wie man mit der Lanze kämpfen muss. Zustechen, Löwenkriegerhelm. Gucken wir uns mal an. Zustechen, weg. Zustechen, weg. Und ich bin so einer, der macht 2, 3 Hiebe und... dann geht er erst weg. Also, ich glaube, die Lanze ist, die Hellebarde ist nichts Schlechtes, aber nichts für mich. Sagen wir es so. Ist natürlich schade um das glitzernde Titanit, was ich verballert habe, aber gut. Noch ein Pfarrers Wahrheitsverkünder. Sehr schön. So. Nehmen wir mal den Abschnitt hier näher unter die Lupe. In das Loch springe ich mal nicht. Was ist das da? Bilde ich mir das ein oder ist hier was? Das Spiel hat mich schon so kaputt gemacht, ne? Und das Schwert macht ja aus irgendwelchen Gründen bei diesen Geisterwesen auch mehr Schaden. Ich nehme an, das liegt an dem Scaling, aber die Werte sind eigentlich besser, so wie ich das gesehen habe. Nein. Mach den weg. Okay, ein Hit und tschüss. Für dich habe ich kein Dings mehr. Ich habe keinen Duftzweig. Bereue ich das? Da ist eine Kiste. Wenn ich einen Duftzweig finden sollte, muss ich mich an diesen Ort erinnern. Es gibt wieder mehrere Optionen, ne?
den Turm hoch. Nehme ich an. Ist hier eine Falle drin? Nee. Hier geht's weiter anscheinend. Dann gehen wir erst den Turm hoch. Und was hat das mit diesem scheiß Loch auf sich? Es ist eine Falle, deswegen möchte ich da nicht runterjumpen. Ist das ein Gegner? Hallo, bist du ein Gegner? Nein, NPC. Just wait, you dirty rat. I remember you. Aha. Don't you scare me like that. I thought you were him. Ach so, das ist der Typ. Das ist der Typ aus dem Jägerhain, der den komischen Ritter sucht, der uns immer in Fallen lockt. Oder es sieht so aus, als ob er uns da reinlockt. That bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. I'm gonna find him and settle the score. Nobody insults me like that. For the good of the world and for my own honor. I won't let that bastard live another day. Also, so wie ich das verstehe, geht's den Weg weiter nach oben. Ich werde, glaube ich, im nächsten Part in das Loch reinspringen. For the good of the world. Okay, er wiederholt sich auch. So, was gibt's hier oben bei dir noch? Eine weitere Seele. Davon haben wir jetzt auch ein paar. Oder? Was heißt ein paar? Von diesen fünf, von diesen etwas dickeren Bolzen haben wir allerdings fünf. So. Und ich weiß, dass ich es bereuen werde, aber ich bin zu neugierig. Ich bin einfach zu neugierig. Ich wusste, ich werde es bereuen. Aber meist sind große Herausforderungen mit fetten Belohnungen verbunden. Hoffe ich. Ja, Leute, ob ich hier einen Rückweg aus diesen Höhlen finde, finden wir dann im nächsten Part raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.